Unsere Idee geht es ja um die Luftreinhaltung und bei der Luft ist es halt immer ein großes Problem, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, dass es ein Problem gibt, weil man ja Luft nicht sehen kann. Der CityTree basiert da auf einer Biotechnologie, das heißt, wir nutzen Pflanzen, insbesondere ein spezielles Moos und versorgen das Moos mit der Hilfe von Internet of Things Technologie. Und das Moos ist dann eben in der Lage, den Feinstaub aus der Luft rauszufiltern und den dann zu binden und in Pflanzenmasse umzuwandeln. Aber so eine Gut-Mensch-Aktion alleine reicht halt oft nicht. Deswegen haben wir uns dann eben noch überlegt, wie man damit auch Geld verdienen kann, wie man das auch wirtschaftlich umsetzen kann, damit es auch nachhaltig Erfolg hat. Und da ist dann eben diese digitale Anbindung oder auch diese Werbungsimplementierung einfach noch dazugekommen. Bisher haben wir CityTrees aufgestellt in Jena, in Dresden, in Oslo und in Berlin. Es sind manche davon sind auch temporäre Anlagen, aber zum Beispiel jetzt die in Oslo, die bleiben dort auch langfristig stehen und die wurden dort vom Umweltamt gekauft, um dann eben auch die Leistung zu überprüfen natürlich, aber halt auch um ein visuelles Statement zu setzen. Auch bei uns war es natürlich am Anfang nur die Idee, aber wir haben dann recht schnell gemerkt, dass wenn man eben die Zahlen dahinter auch nicht fest im Griff hat, dann aus der Idee niemals was Größeres werden kann. Das heißt, setzt euch mal hin, schreibt einen Businessplan, überlegt euch, wie ihr das Schritt für Schritt umsetzen wollt und dann geht es eigentlich recht schnell, dass diese Idee dann auch in die Realität umgesetzt werden kann.